Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die stromlosen Produkte, also Duftprodukte, Duftsysteme, die ohne Steckdose funktionieren und auch um die Bodyprodukte. Und ich zeige euch das deswegen, weil ja diese Produkte, so nach meiner Meinung nach, ganz, ganz tolle Geschenkideen sind. Und man macht sich ja vielleicht jetzt auch schon Gedanken, ich meine, wir haben zwar erst September, aber ich bin ein Mensch, ich denke jetzt schon drüber nach, wem könnt ihr was schenken? Und da eignen sich eben die Produkte, die ohne irgendein fremdes System auskommen. Also ich brauche keine Lampe, um einen Duftwachs zu schmelzen. Ich brauche keinen Ventilator, um einen Bot zu benutzen, sondern ich kann die Produkte wirklich out dark, sagt man dazu, also alleine benutzen. Das ist eben die Duftblumen zum Beispiel. Ich liebe die Duftblumen, die sind so herrlich und ersetzen für mich auf jeden Fall in Zukunft jeden Blumenstrauß. Denn seien wir uns einmal ehrlich, ein Blumenstrauß kostet teilweise wirklich mehr. Ich habe das letzte Mal einmal einen Blumenstrauß gekauft um 30 Euro. Das war wirklich nichts Besonderes und das verwelkt in ein paar Tagen. Da hat niemand mehr was davon. Das ist zwar im Moment schön, aber auf lange Sicht hat man nichts davon. Und mit so einer Duftblume, da kommt man ja wirklich bis zu 60 Tage steht im Katalog. Viele sagen, es haltet sogar noch länger der Duft an, kommt da ein bisschen auf die Raumgröße drauf an. Aber jedes Mal, wenn der Beschenkte diese Duftblume ansieht, ob das jetzt dann irgendwo im Flur auf einem Regal oben steht oder auf dem WC, klingt das blöd, aber jedes Mal, wenn man diese Duftblume sieht und wenn man den Duft riecht, wird man an euch denken, denn ihr habt das ja weitergeschenkt. Und das ist sicher sinnvoller als jeder Blumenstrauß, der dann ohnehin wieder kaputt wird. Also, fangen wir einmal an. Also wie gesagt, es gibt bei den Duftsystemen, jetzt komme ich wieder auf, Entschuldigung, aber so lang sitzen in der Position tut nicht gut. Von den Duftsystemen her ist eben, wir haben die Duftblumen. Wir haben, was ich sehr, sehr gern mag, das sind die K-Bars und die K-Bar Clips. Die habe ich leider jetzt natürlich nicht rausgeholt, habe ich ja in meiner Whiffbox drinnen gehabt. Ich zeige euch das nochmal. Das sind so Clips, die kann man dann vorne an den Lüftungsschlitz anbringen direkt. Die K-Bars, die haben da oben dann eine Schleife dran, also ein Band dran, wo man das dann entweder auf dem Rückspiegel anhängen, draufhängen kann oder ihr legt das irgendwo in die Seite hinein, wie man das dann mag. Da habe ich zum Beispiel jetzt zwei da. Die kommen ja meistens, sowas kommt meistens in meine Geschenkboxen für meine Neukunden oder auch für meine Kunden, die bei einer Party einkaufen, kriegen meistens solche Geschenke. Dann habe ich auch, das ist, kann man sagen, das günstigste Produkt bei Sensi. Ich bin kein hundertprozentiger Fan davon, gebe ich ganz ehrlich zu. Das sind diese Scent Circles, weil sie meiner Meinung nach ziemlich schwach sind. Also sie geben nicht das wieder, was Sensi kann, an Dufterlebnis. Also das ist leider sehr schade, aber ich empfinde es halt so, dass die für mich zu wenig sind. Die gibt es aber in vielen verschiedenen Duftrichtungen, haben dann meistens, nicht alle, aber meistens so einen netten Spruch obendrauf. Auf der Rückseite ist das Sensi-Logo und das ist eben so, wie man das vielleicht klassisch kennt von diesen Duftbäumchen. Das ist so Pappe, so Filzpappe. Und das ist halt getränkt in den Duftstoff. Also es riecht schon gut, aber für mich ein bisschen zu dezent. Vielleicht im Auto, wenn die Sonne scheint, ja, wenn das so drauf scheint, dass das Auto mit Duft erfüllt ist. Aber ich persönlich mag lieber die K-Bars, die halten auch länger von der Duftintensität her, geben einfach meiner Meinung nach mehr her. Die kann man auch toll entweder im Kleiderschrank zum Beispiel hängen, ist ein bisschen die günstigere Variante für Kleiderschränke, ganz kleine Räume wie so eine Speisekammer oder eine Toilette zum Beispiel, auch kann man genauso verwenden, eben und auch fürs Auto natürlich. Dann haben wir noch Duftlos, das sind diese Scent Pack. Das sind gedacht für den Kleiderschrank, Schuhschrank, Laden in einer Kommode. Die haben auch so ähnlich wie, kann man eigentlich sagen, wie bei den Sensi Pots, so kleine Duftkügelchen hinten drinnen. Haben dann auch da eine praktische Lasche, wo man das entweder im Schrank direkt hineinhängen kann oder auf so einen Kleiderbügel obendrauf.
Die gibt es auch in sehr viele Duftrichtungen und die werden zum Beispiel auch in die Scentsy Buddies hineingesteckt, wer das halt mag. Gibt es auch, finde ich auch ganz eine nette Geschenkidee, wenn man sagt, okay, ich weiß, jemand hat gern duftende Wäsche, dann kann ich ihm eine Scentbag zum Beispiel schenken. Oder wie gesagt, wird auch bei mir verwendet. Ich bin jetzt eh ausgehungert. Ich habe jetzt dann wieder eine neue Bestellung aufgegeben für meine Gastgeberinnen, für meine Kunden, die bestellen. Die kriegen dann meistens so ein Goodie zugeschickt. Also falls jemand von euch einmal bei mir bestellen sollte, darüber freue ich mich riesig. Bitte nicht erschrecken, ihr kriegt dann auch noch von mir eine Neukundenbox oder eben so wie ich das halt noch Gefühl her gern mache, dann einfach einmal irgendwo was geschenkt. Ich mache das nämlich total gern. Ich habe das von meiner Sponsorin abgeschaut und ich bin ja auch, meine Mama sagt immer, oder hat immer geschimpft, ich bin jemand, der so gern schenkt. Also ich muss auch nicht immer was geschenkt haben, aber ich schenke wirklich gern. Und sie sagt das auch immer und mit dem konnte ich mich so identifizieren, weil ich auch so bin. Ich glaube, ich bin ein Mensch, ich würde nur mein letztes Hemd hergeben, bevor ich selber mich an irgendwas bereiche. Ja, also das sind so die vier Dings. Dann haben wir ja noch die Reisetwister. Ich habe bislang keine bestellt, weil eben in unserem Team immer wieder angesprochen worden ist, dass sie leider von der Duftintensität nicht so gut sind und die Scentbags eigentlich die bessere Alternative. Das ist ja schon das Produkt, das schon da war bei Scentsy. Kostet auch gleich viel und nachdem sie gesagt haben, das ist nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es auch nicht mehr probiert. Weil ich mir gedacht habe, okay, aber irgendwann einmal teste ich sicher auch das aus. Weil man kann ja auch einen Scentbag in eine Tasche hineingeben, eben in den Kleiderschrank, in die Laden, wo man will. Ich liebe eben die Duftblumen, ich habe euch eh schon gesagt, für mich die Geschenkidee schlechthin. Denn mindestens auf der Toilette mag eigentlich jeder einen guten Duft haben. Also ich kenne fast niemanden, der sagt, ich mag gar keinen Duft. Ich benutze auch kein Parfüm und ich mag auch auf der Toilette keinen guten Duft haben. Also ganz, ganz wenige. Aber sowas für eine Toilette, für einen kleinen Flur, wie auch immer, oder man könnte es auch in einem begehbaren Schrank zum Beispiel einstellen, in ein kleines Badezimmer, sicher ganz, ganz eine nette Idee. Da gibt es eben auch verschiedene Blumen. Ich habe jetzt zweimal diese Buttercup Belle, nennt sie sich, glaube ich. Man sieht auch, ich habe da zwei verschiedene Duftrichtungen. Da habe ich das Papier nicht abgemacht, da habe ich einfach keine Lust drauf gehabt. Da habe ich einmal einer meiner Lieblingsdüfte, Fluffy Fleece, das ist bei mir aktuell in der Toilette. Und da habe ich das Amazon Rain und das ist bei mir in meinem kleinen Wäscheraum. Also wir haben das alte Badezimmer von der Oma umfunktioniert als Wäscheraum mit Waschmaschine und Trockner. Und da steht eben dann diese zweite Duftblume drinnen. So schauen die dann aus, also sind auch total nett verpackt. Das ist eben das Glas extra drin, die Blume extra verpackt. Die ist auch handgefertigt aus Naturmaterialien, finde ich total ein nettes Geschenk. Da muss man, es schaut doch einfach auch einladend aus, oder? Das ist jetzt meine Cashmere in Corduroy, die was ich damals euch bei der Clubbestellung gezeigt habe. Ich freue mich schon aufs Aufmachen. Wirklich meiner Meinung nach ganz, ganz ein nettes und hübsches Geschenk. Dann kommen wir zur Bodylinie. Ich habe mir da jetzt schon ein bisschen was geholt, auch aus der Schatztruhe. Jetzt muss ich wieder aufkommen und euch das zeigen. Ich habe mich in die Bodylinie verliebt. Also ich bin ja eigentlich jemand, der sehr auf Biokosmetik gestanden ist. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe so manche, es ist halt keine biozertifizierte Kosmetik. Ich muss das ehrlich dazu sagen, ich bin so ehrlich, das bin ich. Aber ich mag die Produkte einfach so gerne, weil sie so gut riechen und es gibt dann ein gutes Körpergefühl. Also es sind viele hochwertige Inhaltsstoffe drinnen. Und gerade absolut verliebt, also absolut verliebt bin ich in das Badesalz. Ich liebe dieses Badesalz. Ich habe mir das jetzt aus der Scentsy Schatztruhe geholt. Und zwar das Pineapple Coconut Vanilla. Oh, das riecht so frisch. Und ich finde einfach, gerade bei der Bodylinie, jeder mag das eigentlich gern. Und ich glaube, das passt einfach auch das ganze Jahr. Fruchtig, frisch. Da kann man nichts verkehrt machen. Auch wenn man jetzt so einen sommerlichen Duft sich holt. Also ich hole mir ganz sicher auch die Winterdüfte, die kommen werden. Es kommt ja, oder Cashmere Corduroy ist jetzt kommen und es kommen noch ganz tolle Düfte. Ihr wisst es noch nicht, in der Winterkollektion. Schaut es gerne auf meinen Kanal, ich werde euch rechtzeitig informieren. Ganz, ganz tolle Bodyprodukte mit ganz tollen Düften. Ich freue mich schon so.
Aber eben, ich habe mich trotzdem eingedeckt, weil ich mir gedacht habe, was kann ich da falsch machen? Erstens einmal mag ich das, ich mag es auch abwechslungsreich, immer mal ein bisschen einen anderen Duft. Und das ist so cremig, fruchtig, schön. Also wirklich ganz, ganz ein schöner Duft. Ich habe mir dazu da, und Entschuldigung, jetzt muss ich das so sagen, sonst vergiss es. Und auch das Hautgefühl, man hat so ein samtiges, leicht duftendes Hautgefühl dann auch, wirklich. Passend dazu habe ich mir auch das Pineapple Coconut Vanilla Zuckerpeeling gekauft für den Körper. Ist total gut. Ich habe es gestern auch im Gesicht probiert. Viele machen das auch im Gesicht. Es sind halt Zuckergranulate. Ihr wisst ja vielleicht, ich bin Kosmetikerin, Fußpflegerin. Man muss mit solchen schärferen Granulaten etwas im Gesicht aufpassen. Nicht zu viel Druck, wirklich nur leicht drüber gehen. Und bei einer sehr empfindlichen Haut bitte nicht. Denn es kann schon bei sehr, sehr empfindlicher Haut vielleicht zu Irritationen führen. Wenn man so eine feste Haut hat wie ich, ist das kein Problem. Auf jeden Fall für den Körper, für die Hände, für die Füße, wer so raue, trockene Haut hat an den Füßen, super. Ihr habt so ein geschmeidiges Wohlfühlgefühl auf der Haut danach. Es ist auch Shea-Butter drinnen, die die Haut richtig schön weich pflegt. Ihr müsst euch danach nicht einmal mehr eingreben. Das macht alles dieses Peeling für euch. Also ich habe gestern wirklich gebadet während einem Team-Meeting, ja? Also falls irgendeiner von meinen Teammitgliedern sieht, ihr habt zugehört, ich habe mich gebadet im Pineapple Coconut Vanilla, habe mich gebildet, während ich mein Team-Meeting mitgemacht habe, mit angeschaut habe. Es war der Hammer. Wer kann schon so arbeiten, ja? Also bitte. Dann habe ich mir geholt die Schimmer-Handseife. Die ist auch sehr, sehr gut. Ich habe Schimmer auch schon als Badesalz. Verwende ich auch sehr, sehr gern. Das ist halt ein bisschen parfümiger. Und ja, also ist auch, es ist was anderes. Es ist nichts Fruchtiges, obwohl Schimmer auch fruchtig ist. Da ist ja auch Aprikose und Kirsche drin. Aber da kommt mehr dieses Parfümige, dieses Edle heraus bei Schimmer. Dann habe ich mir bestellt, das ist aktuell normal im Katalog erhältlich. Dann habe ich mir auch aus der Schatztruhe gegriffen, einmal das Pink Cotton Duschgel. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen verkühlt. Das riecht wirklich frisch, es ist aber sehr dezent. Also für jemanden, der frische, dezente Düfte mag, sehr, sehr zum Empfehlen. Das ist eben Clean Cotton, das ist saubere Baumwolle, rosa Beeren und Vanillezucker. Es hat eine leichte Süße dabei, aber wie gesagt, nur leicht. Eher frisch. Leicht, dezent, wenn jemand das sehr gerne mag. Ich habe es beim Duschen noch nicht probiert, wie gesagt, gestern bekommen, gleich in der Badewanne gelandet, mit Peeling und mit Badesalz. Das kommt dann heute dran. Dann habe ich mir geholt, da habe ich heute auch einer Kundin von mir gleich eine Handmassage angeboten, mit der Handcreme Gogo Mango. Oh, die riecht gut, die muss ich jetzt auch gleich ausprobieren. Also, das riecht so fruchtig, frisch. Und obwohl wir jetzt Richtung Herbst gehen und ich total in Herbststimmung bin und ich liebe ja meine Düfte, heute habe ich in meinen wunderschönen Kürbis das Apple Picking hineingeben. Das ist ja auch aus der Schatztruhe. Absolute Empfehlung, wer gern Apfel, Zimt, leichte Würze hat, total, total lecker. Aber bei so einem Bodyprodukt passt fruchtig, frisch doch irgendwie immer. Und da kostet das jetzt nicht ganz 9 Euro, 8 Euro, noch irgendwas. Schaut es in der Schatztruhe nach. Ich verlinke euch auch diesmal die Schatztruhe explizit unten extra nochmal. Schatztruhe, damit ihr direkt auf die Schatztruhe kommt. Es zahlt sich aus und wie gesagt, denkt an Geschenke. Weihnachten kommt jetzt bald oder auch für Geburtstage. Das ist ja jetzt nichts Weihnachtliches. Ihr könnt das zu jedem Geburtstag mir immer schenken. Meine Kindergartentanten aus dem Kindergarten werden heuer beschenkt. Mit Handcremen und mit Bodyprodukten, weil eben, wie gesagt, ich brauche nichts dafür, ich kann das Produkt aufmachen, ich kann es benutzen, kann Sensi kennenlernen, kann das ausprobieren und ja, also es wird jeder, der gern duftende Sachen hat, der wird das lieben, also wirklich total gut. Und ich habe in mein Einsteigerpaket drinnen gehabt, also ich werde auch noch einmal ein eigenes Video machen über dieses Einsteigerset von Sensi. Für alle, die ihre Produkte vielleicht günstiger kaufen wollen, ganz, ganz ein guter Tipp. Erstens einmal spart ihr euch bei dem Set schon so viel. Ihr kriegt so einen Mehrwert drauf. Es macht Spaß. Ich habe begonnen mit Sensi, weil ich wirklich nur meine Produkte günstiger haben wollte. Also jetzt ehrlich. Und dann bin ich da in diese Gruppe eingestiegen und in unserem Team. Und es macht einfach so einen Spaß. Aber da mache ich euch ein extra Video.
Wie gesagt, das habe ich in meinen Einsteiger, jetzt habe ich es schon wieder mit Wort. Gott. Einstiegset, oh Gott. Starterpaket, Entschuldigung, drinnen gehabt, das Jeweld Bomb Grenade und das habe ich ja im Sommer gekriegt. Gell? Und ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen, das ist ja schon ein sehr herbstlicher Winter-Herbstduft. Sehr, sehr angenehm, nicht zu stark. Also er hat leicht eine leichte Zimtnote drinnen, Mandarine und Granatapfel. Fruchtig, aber man merkt, es ist herbstlich, es ist lecker, es ist gut. Ich habe das auch als Seife, die habe ich aktuell, weil ich eben noch kein Duschgel hatte, mir auch in die Dusche gestellt und das finde ich gar nicht blöd. Das wäre ja sicher ummischen, weil wenn man dann diesen Pumper hat in der Dusche, ist das doch praktisch. Ich stelle das hin, ich pumpe drauf und kann mich waschen. Wirklich super. Also ich werde sicher das Duschgel dann auch in so eine Seifenflasche umlegen. Mit Sicherheit wirklich total, also super zum Duschen. Ja, seid dabei beim nächsten Mal. Ich habe heute, gerade bevor ich jetzt dieses Video gedreht habe, eine XXXXXL Bestellung in der Schatztruhe gemacht. Eben weil ich diese Produkte, ich habe sie probiert, ich habe sie bestellt, um zu testen. Ich liebe sie. Ich liebe diese Bodyprodukte wirklich vom Duft her. Und nachdem wir ja sowieso Weihnachtsgeschenke brauchen, ich habe mir gedacht, heuer kriegen alle was von Sensi, weil ich das liebe und das, was ich liebe, das muss ich an andere weiterschenken. Jeder kann das benutzen, was ich verschenke, weil er nichts dazu braucht. Und ja, seid dabei, ich mache so ein Haul nennt man das, oder? Bin ja noch nicht so lange da dabei. Haul. Aber der ist wirklich XXXXXL. Also da müsst ihr euch dann Zeit mitnehmen. Denn man muss ja wirklich, wo habe ich das gehört, dass man jetzt schon wirklich früher an die Geschenke denken sollte, weil ja da mit den LKWs oder so irgendwie, mit den Lieferungen, auch mit den Schiffen und so, ist das alles nicht so fixi-foxi. Also vielleicht nicht auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke shoppen, sondern jetzt in der Schatztruhe vorbeischauen und Schnäppchen machen und trotzdem dem Beschenkten eine Freude ins Gesicht zaubern. Jetzt habe ich es aber, Entschuldigung, das Video muss jetzt enden. Wie immer, die Website unten in der Infobox. Wie gesagt, ich werde euch extra die Website schreiben, extra an die Schatztruhe, dass ihr direkt zur Schatztruhe kommt und dann auch noch meinen Instagram-Account. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!